Hallo, mein Name ist Luca, meine Damen und Herren. Ihr seht bereits im Titel eingeblendet, was ich mal wieder für eine dumme Aktion gebracht habe. Denn ich habe bei einer Fundsachen-Auktionswebsite für 157 Euro einen verloren gegangenen Koffer gekauft. Kelly Mrs. Vlog hat das Ganze vor 2 Jahren schon getestet. Und ich hoffe, dass ich in meinem Koffer auch ein paar Schätzchen drin habe. Ich bezweifle das aber. Fangen wir allerdings erstmal mit dem Design des Koffers an. Das ist ein Check-in-Koffer, ziemlich gebraucht, hat hier oben irgendwie Kreppband dran kleben. Ich glaube, der Wert wird so ca. 2,50 Euro sein. Allerdings machen wir den Koffer jetzt einfach mal zusammen auf und schauen, was ich... Oh, wow. Hier sind einfach noch nasse Badesachen drin. Stell dir mal vor, der Koffer war nur so teuer, weil die andere Person, der Koffer gehört hat, mitgeboten hat und ich habe die Person die ganze Zeit überboten. Entschuldigung. Ich würde allerdings sagen, wir fangen auch direkt mit dieser Plastiktüte an, denn da drin befindet... Boah, Alter. Ey, das ist hardcore ekelhaft, fällt mir gerade auf. In dieser Plastiktüte befand sich ein Tanktop? Das sind... Ah, nee. Das sind wahrscheinlich keine Schwimmsachen, sondern Schmutzwäsche. Dieses T-Shirt haben wir da auch noch drin. Das ist ein, die waren auf jeden Fall irgendwo am Meer im Urlaub. Also wenn da so ein Anker drauf ist und so. Noch ein Tanktop? Oder das ist ein Knastoutfit? Bierglas? Vielleicht waren die auf Mallorca oder so. Kann ja sein, dass es irgendwie ein Bierkönigglas ist oder sowas, die mitgenommen haben. Aber sehr, sehr wild. Und da drin... Boah, das ist noch nass. Wie kann das überhaupt noch nass sein? Diese Koffer gehen nur nach 3 Monaten oder so, glaube ich, in die Auktion. Oder das ist Kälte. Ich weiß nicht. Nee, stinkt auch. Mann, ey, es wäre richtig krass, wenn jetzt so ein Laptop drin liegen würde oder so. Aber ich glaube, niemand ist so blöd und packt einen Laptop in seinen Koffer. Wir haben hier auf jeden Fall auch noch ein Buch drin, was auch erst zur Hälfte gelesen wurde. Also die Person, der das gehört hat, hat das auf jeden Fall nicht zu Ende lesen können. Wenn ich das jetzt habe, das Pokerbuch, mein Jahr als Zocker. Hat die Person vielleicht Notizen noch dran gemacht? Nee. Aber das Lesezeichen sagt ja auch schon oft einiges aus. Das ist ein polnisches... Das ist ein polnisches Ticket als Lesezeichen. Das heißt, der Koffer ist wahrscheinlich von irgendwelchen Polen, die Urlaub gemacht haben. Ey, ich male mir gerade so eine Person vor, der Koffer gehört haben könnte. Auf jeden Fall befindet sich dort drin auch noch ein Handtuch von Ibiza. Ibiza! Oh mein Gott, okay, die Leute waren auf Ibiza, nicht auf Mallorca. Hier, sehen wir. Ibiza-Handtuch. Das ist auf jeden Fall sehr wild. Ich glaube, das würde ich sogar behalten. Tatsächlich, ich bin im September sogar auf Ibiza. Wir haben ja auch noch ein Kartenspiel drin. Auch sehr, sehr cool. Werde ich definitiv auch behalten. Kostet 2 Euro. Aber das ist nicht so, dass es in Deutschland irgendwie so 2 Euro gekostet hätte, weil dann wäre das safe irgendwie noch so ein Barcode drauf gewesen oder so. Sondern das sieht so aus, als hätten die das wirklich da im Urlaub gekauft. Ist auch vollständig, mehr oder weniger, und es sieht auch benutzt aus. Also ist jetzt nicht in irgendeiner Reihenfolge. Also die haben auf jeden Fall auch Karten gespielt auf Ibiza. Dann haben wir hier frische Schuhe mit am Start. Einfach Air Max oder so heißen die ja, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht, sind das Frauen- oder Männerschuhe? Keine Ahnung, ich tendiere eher zu Frauenschuhen wegen dem violetten Design und so. Aber Schuhgröße... Schuhgröße nach zu urteilen sind ja so 42er oder so. Dann haben wir hier auf jeden Fall noch Sockenpaare drin. Die werde ich jetzt nicht aus... Ach du heilige Scheiße, das sind einfach Lidl-Socken. Ich glaube, das waren richtige Suff-Urlauber, die sich auf Ibiza dachten, ey, guck mal, wir brauchen ein Kartenspiel zum Saufen, Lidl-Socken und irgendwie sowas. Und dann aber trotzdem vorher so ein Buch mitgenommen, von wegen Poker, ja, wenn man verkatert am Pool dann liegt. Dann haben wir hier noch ein Nike-Waffel-Shirt. Ein Nike-Just-Do-It-Shirt. Und natürlich, weil es nicht fehlen darf auf Ibiza, ein Palmenhemd mit Bier. Also ich stelle mir hier gerade wirklich so eine Person vor, so einen deutsch-polnischen,
der sich denkt, mit seinen Jungs, komm, ich mache einen Ibiza-Urlaub. Ich nehme aber auch ein paar Sportsachen mit, weil man hat vorher gesagt, man geht vielleicht auch mal eine Runde joggen. Hat man schlussendlich aber keinmal gemacht. Dann haben wir hier drin auch noch eine Kulturbox von Molton Brown London. Eine Lederbox und darin befindet sich ein Rasierer. Für den habe ich keinen Bedarf. Darin befindet sich noch ein Dior Parfum, was aber leer ist. Es riecht allerdings... ziemlich abstoßen. In der Kulturbox befindet sich ebenfalls noch ein paar Oropax. Okay, also wir kommen der Sache wirklich näher und ich denke, es werden wirklich Partyurlauber gewesen sein. Wir haben allerdings noch eine zweite Kulturbox von der gleichen Marke, allerdings ein bisschen kleiner, worin sich wahrscheinlich Zahnbürsten und so befinden. Ja genau, wir haben hier eine Zahnbürste drin. Oh nein. Das ist wirklich so eine Mini-Zahnbürste. Ich habe letztens in einem Video mir so Sachen von DM gekauft, die ich ein bisschen unnötig fand. Diese Person besaß so eine Zahnbürste. Okay. Kondome wurden also auch eingepackt. Von daher würde ich sagen, sind wir mittlerweile zu 98,4% bei einem klassischen Malle-Ibiza-Urlaub-Menschen. Ah, ein Schnorchel. Ich dachte, es wäre eine Bierbong oder so. Taucherbrille und Schnorchel darf auf jeden Fall auch nicht fehlen, wenn man auf Ibiza ist. Es ist irgendwie so, es passt alles nicht so ganz zusammen. Wenn du mit deinen Jungs dahin fährst, dann passt wieder das Bierglas und die Kondome. Aber du nimmst doch dann nicht einen Schnorchel mit. Das machst du doch, wenn du ein Familienmensch bist. Und warum hat die Person ein polnisches Parkticket? Viele Dinge verstehe ich nicht so ganz. Dann haben wir hier auch noch einen Hoodie drin. Von der Marke No Name. Boah, das finde ich ja auch Schwachsinn, ne? So Half-Zip. Was ist das? Das ist ein halbes und nichts Ganzes. Man macht das, also wirklich kein Mensch macht so. Das war allerdings erst die eine Seite des Koffers, denn wir haben noch eine zweite. Oh nein, ich höre Sand. In der zweiten Seite des Koffers befindet sich eine Pringles-Dose. Welcher Mensch? Da sind auch noch Chips drin. Sorry, for real, wenn ich jetzt eine eBay Mystery Box mal wieder gekauft hätte und da hätte jemand das reingetan. Okay, in Ordnung, der musste das Paket füllen, der denkt, sie kommt irgendein Scheißpaket noch rein, da wird man ja eh meistens gescampt. Aber bei einem Koffer. Welcher Typ denkt sich, ich denke mal, das war ein Typ wegen Kondomen. Welcher Typ denkt sich, ey, ich reiß jetzt ab von Ibiza, Malle, keine Ahnung was, ich stopfe da noch eine Packung Pringles rein. Wer nervt denn jetzt schon wieder? Neben der Packung Pringles haben wir dort auf jeden Fall auch noch einen, was ist das? Eine Sergio Tacchini Jacke. Ich meine, irgendwie hat die was, aber irgendwie, ach Gottchen, da ist auch noch eine Hose mit dabei, oder was? Wir haben eine Sergio Tacchini kompletten, Komplettanzug und, ach, selbstverständlich, boah, die will ich gar nicht anfassen, ne? Boah, ist das ekelhaft. Oh, nee, da ist auch noch ein bisschen Sand drin. Die hebe ich jetzt mal nicht an, aber schaut euch mal an, wie vergilbt die sind. Boah. Boah, ey, wirklich, wenn dir der Koffer gehört, bitte schreib mir bei Instagram, LaserLuca. Ich lese in letzter Zeit sehr häufig meine DMs. Bitte schreib mir da. Ey, Bro, hol den verdammten Koffer ab. Des Weiteren haben wir hier drin auch noch eine Spanien... Nee, Deutsch... Nee, was? Hä, was ist das? Ach, das ist ein Umhang. Ein deutscher Fußballbund-Umhang. Also... Das heißt, die Person ist safe Deutscher. Als Pole holst du dir niemals einen DFB-Umhang. Nicht mal die Deutschen sind Fans vom DFB. Aber dann frage ich mich trotzdem, wie diese polnische Parkticket-Karte da reingekommen ist. Wir haben auf jeden Fall auch noch eine Badehose hier mit am Start. Auch ein ziemlich beschissenes Design mit Papageien drauf. Und zu guter Letzt noch eine New Yorker-Tüte, die tatsächlich ein... Nein. Eine Luftmatratze beinhaltet. Also klar, okay, wir fassen mal zusammen. Vielleicht hat die Person auch noch einen zweiten Koffer dabei gehabt, den die Person mitgenommen hat. Wenn er zwei Koffer hatte, denkt er sich auch vielleicht nicht im ersten Moment, ey, ich habe meinen anderen Koffer vergessen, weil meistens reist du nur mit einem Koffer. Und dann hat er sich irgendwann nicht mehr darum gekümmert, weil er wusste, das hier ist mein Trash-Koffer, weil hier ist ja offensichtlich nur Krams drin, der wirklich nicht mal annähernd 157 Euro kostet, das ich dafür ausgegeben habe. Aber trotzdem, Bro, wieso nimmst du eine Luftmatratze mit?
Ja gut, wenn du die kaufst vielleicht im Urlaub, dann ist chillig. Dann denkt man sich so, wenn das Ding 50 Euro gekostet hat, nimmt man das halt mit, aber... Ich habe richtig häufig schon diese Sachen gemacht, wo ich mir so Mystery-Boxen gekauft habe. Von Amazon, von keine Ahnung, von verschiedenen, eigentlich nur von Amazon. Von eBay, Entschuldigung. Amazon habe ich auch schon mal gemacht, aber ist auch egal. Die Sache ist auf jeden Fall, dass ich eigentlich nahezu immer gescammt wurde. Also klar, hier ist halt, das ist halt real, so ein Koffer von irgendwem, aber... Wer packt denn so dumm seine Sachen?